Gleich zu Schichtbeginn steht die erste Fahrt für den Krankentransportwagen der Malteser Wendelstein im Großraum Nürnberg an. Alarmiert über die integrierte Leitstelle setzt sich der Wagen in Bewegung. Ohne Blaulicht, ohne Martinshorn. Die Fahrt ist kein Notfall. Am Steuer der ehrenamtliche Rettungssanitäter Birdal Stumpf. Wir fahren jetzt zu einer Patientin, die soll jetzt von zu Hause in ein Krankenhaus in Nürnberg Nord gefahren werden. Krankenwagen ist eigentlich dazu da, dass man halt keine Notfallpatienten fährt. Das ist also quasi so Heimfahrten vom Krankenhaus sitzend oder liegend oder wie jetzt eine Einweisung. Dann kommen wir mit dem Krankenwagen und fahren quasi sie jetzt ins Krankenhaus. Während der Krankentransportwagen unterwegs ist auf der Straße, machen sich auf der Wache in Wendelstein weitere Kollegen fertig für ihren Einsatz. Sie übernehmen eine 12-Stunden-Schicht der ehrenamtlichen Helfer vor Ort. Sie bieten im ländlichen Raum schnelle Hilfe, denn im Notfall zählt jede Minute. Rundum haben wir einige Rettungswachen, die brauchen aber alle. Die brauchen 10 bis 12, 15 Minuten teilweise. Und das ist eine Zeit, das lässt sich bei der Reanimation sehr, sehr gut sagen. Ne? Innerhalb der ersten 10 Minuten muss eigentlich kompetente erste Hilfe geleistet werden, damit der Patient wirklich Überlebenschancen hat. Und das sind eben die Vorteile des HVOs, dass wir diese kompetente Hilfe leisten können und damit überbrücken können. Wichtige Zeit überbrücken, bis der Rettungswagen kommt. Möglich machen dies die umfangreiche Qualifikation der Besatzung und die professionelle Ausstattung des Wagens. Wir haben vom Pflasterkleben bis über die Reanimation bis zum Verkehrsunfall haben wir eigentlich alles da, vom Kindernotfall. Also wir können alles abdecken, mehr als nur Pflaster dabei. Währenddessen kommt der Krankentransportwagen an seinem Ziel an. Birdal Stumpf und sein Kollege Johannes Bock haben den Auftrag, eine Patientin mit Schmerzen ins Krankenhaus zu fahren. Sie hat Probleme mit ihrem Katheter und muss im Nordklinikum Nürnberg behandelt werden. Johannes Bock hat 2019 ein freiwilliges soziales Jahr bei den Maltesern absolviert. Nun ist er als hauptamtlicher Rettungssanitäter für die Patienten da und erfasst mehr als nur ihre Beschwerden. Ich finde auch, das gehört auch zu jeder guten Anamnese dazu, dass man eben auch ein bisschen Hintergrundwissen zu seinen Patienten eben entwickelt. Prinzipiell würde ich fast sagen, dass wir zu 90% auch eher die Zuhörer sind, als dass wir dann wirklich medizinisch was bewerkstelligen können. Da hilft dann auch schon mal das Zuhören allein. Dann tritt das ein, womit bei den Krankentransporten immer zu rechnen ist. Der Zustand der Patientin verschlechtert sich. Das heißt, ich fahre jetzt mit Sonderrichte und Blaulicht ins Nordklinikum, weil es der Patientin anscheinend jetzt nicht so gut geht, dass man bei jeder Ampel jetzt stehen bleiben sollten. Birdal Stumpf könnte seine Freizeit anders verbringen. In Ruhe, entspannt. Für das ehrenamtliche Engagement bei den Maltesern nimmt er sich viel Zeit und eine große Verantwortung auf sich. Die anderen haben ihren Fußballverein, die gehen halt jeden Samstag Vormittag Fußball spielen. Ich mache halt hier im Rettungsdienst Rettungswagen fahren, ab und zu Notarzt fahren. Das ist halt quasi mein Ausgleich oder beziehungsweise mein Hobby. Währenddessen ist es bei den Helfern vor Ort an diesem Tag ruhig. Auch das gehört dazu. Das Warten auf einen Einsatz. Insgesamt rund 30 Helfer vor Ort engagieren sich in Wendelstein, um die Wache an Wochenenden und Feiertagen abwechselnd durchgehend zu besetzen. Dominik Steinbauer und Henry Winter sind nicht nur ehrenamtlich bei den Maltesern tätig. Beide befinden sich hauptberuflich in der mehrjährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter. Trotzdem verbringen sie auch ihre Freizeit mit dem Dienst am Menschen. Jetzt ist Wochenende, jetzt hätte ich eigentlich die Zeit, die für mich ist. Aber ich investiere sie auch gerne hier rein. Für mich macht es einfach Sinn, also für mich selber, weil ich das kann, weil ich das möchte, den Menschen zu helfen. Also ich würde es als Berufung ausdrücken. Es ist halt einfach die Leidenschaft, Leuten zu helfen. Wenn es halt wirklich dazu kommt, dass jemand akut jetzt Hilfe braucht, dann eben da sein zu können und diese Hilfe zu leisten. Und wenn es dann zum Einsatz kommt, sind sie innerhalb weniger Sekunden startklar, um zur Stelle zu sein, wenn man sie braucht. Die ehrenamtlichen Helfer vor Ort, der Malteser in Wendelstein.